Heute wird Frost angesagt und das ist für mich allerhöchste Eisenbahn, die Süßkartoffel aus der Erde zu holen. Ich habe nämlich keine Lust, irgendeinen Matsch aus der Erde zu ziehen. Und bei dem trockenen Sommer bin ich mal gespannt, wie meine Süßkartoffelernte in diesem Jahr ausfällt. Wie jedes Jahr habe ich bei mir die Süßkartoffeln in Pflanzkübeln reingesetzt, einfach aus dem Grund, dass meine Eltern hier in ihrem Garten eine Erdwärmeheizung haben. Das heißt, die Rohre, die ziehen halt die Wärme raus, um halt im Haus zu heizen. Und deshalb ist es halt im Frühjahr und im Herbst etwas kühler, beziehungsweise der Boden kühler, und die Süßkartoffel ist halt eine wärmeliebende Pflanze und die bekommt dann Wachstumshemmungen, wenn die halt dann zu früh rausgesetzt ist und dann der Boden zu kalt ist und nicht genug aufgewärmt ist. Deshalb Kübel. Ich habe dieses Jahr 4 große Mörtelkübel, wo ich ja jeweils 2 Pflanzen reingesetzt habe, und 4 ganz, ja, Pflanzkübel, die ich halt geschenkt bekommen habe, auch in unterschiedlichen Größen, wo ich dann auch die Süßkartoffeln da reingesetzt habe. Insgesamt also 12 Pflanzen. Dieses Jahr habe ich auch 2 Sorten angebaut. Wie die letzten beiden Jahre habe ich die lila bzw. eine rosene Süßkartoffel angebaut, Sorte Sakura. Und dann habe ich mir auch aus dem Supermarkt eine herkömmliche Süßkartoffel, also eine Orange, die aus Portugal stammt, Bio-Anbau natürlich, mal geholt und testweise auch die angebaut. Die beiden Pflanzen hatten auch unterschiedliches Laub, das konnte man dann erkennen, welche Sorte es da war. Und dieses Jahr, wegen der Trockenheit, sind die Knollen nicht ganz so groß ausgefallen. Bin auch mit dem Gießen nicht hinterhergekommen, musste da dementsprechend Prioritäten setzen, aber ich konnte halt eine ganze Kiste voller Süßkartoffel ernten. Die Knollen möchte ich jetzt lagern und fürs nächste Jahr zum Pflanzen nutzen, einfach aus dem Grund, weil die Qualität mir nicht gut genug ist, um die halt zu verkaufen bzw. an Freunde oder Familie weiterzugeben. Und ich möchte auch ein kleines Experiment starten, um einfach zu schauen, ob die Pflanze, die ich aus der Knolle zum Beispiel ziehe, ob die besser ist wie aus den Stecklingen, die ich jetzt dann machen werde aus dem Laub. Habe ich mir auch einige gemacht. Da ist halt das Problem bei den Stecklingen bei mir jetzt, dass die in der Regel irgendwelche Milben oder Läuse bekommen, weil sie natürlich wärmeliebend sind und die müssen halt in der Wärme überwintern. Und das heißt, dass dann mir das letztes Jahr passiert, dass mir dann ein Haufen Stecklinge kaputt gegangen ist oder die Pflanzen nicht stark genug sind, über den Winter gekommen sind. Von daher möchte ich dann nochmal die Option zusätzlich haben, dass ich meine eigenen Pflanz-Süßkartoffeln habe und da dementsprechend, wenn ich die dann raussetze oder vorziehe, dass ich mir da wieder neue Stecklinge zum Beispiel mache und da ich hier einfach mehr Pflanzen zur Verfügung habe, einerseits mit den Pflanz-Süßkartoffeln, mit der ganzen Knolle und auch hier mit den Stecklingen. Die Süßkartoffeln und Knollen werde ich genauso lagern wie meine Pflanzkartoffeln. Ich werde jetzt erstmal trocknen lassen mit der Erde, damit das einerseits jetzt nicht austrocknet und der Schimmel auch vermieden wird. Dann werde ich die im Anschluss in eine Tüte reintun und dann in den Garage etwas kühler und auch dunkel lagern, damit die nicht einerseits austreiben und dann noch zu früh ihre Kraft ins Wachstum stecken, obwohl sie dann noch nicht in den Boden reinkommen. Und dann so im März, April werde ich dann mit der Voranzucht von den Süßkartoffeln anfangen und dann auch mein Experiment starten. Die Süßkartoffel bekommt immer mehr an Bekanntheit unter den Menschen und das auch zu Recht. Das ist eine gesündere Alternative zur Kartoffel. Die Kartoffel löst Schleim im Körper raus, es belastet ihn, ist Ursache für alle Krankheiten, und das merkt man auch, wenn die Leute zu viel Kartoffeln oder etwas deftig mit Kartoffeln essen, dass die dann müde und schlapp werden. Und die Süßkartoffeln, wie gesagt, empfehle ich immer sehr gerne den Leuten, wenn sie auf die schleimfreie Heilkost, die vegane Rohkost oder auch allgemein umstellen auf vegan, dass sie halt die Kartoffeln mit der Süßkartoffel ersetzen sollen. Man kann sehr viele Gerichte auch mit der Süßkartoffel machen, die man auch mit den Kartoffeln machen könnte, zum Beispiel Süßkartoffelpommes. Und was ich halt immer den Leuten empfehle, gebackene Süßkartoffeln, produziert überhaupt keinen Schleim im Körper und als Übergangskost optimal. Wenn du jetzt neu auf dem Kanal bist und dir das ja jetzt gerade etwas spanisch vorkommt, was ich jetzt da über die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost gerade geredet habe, beziehungsweise auch zur Kartoffel und Süßkartoffel, da empfehle ich dir mal ein paar Videos zur Gesundheit beziehungsweise zur schleimfreien Heilkost anzuschauen. Werde ich dir oben hier in der Infokarte verlinken, beziehungsweise unten ein paar Videos für die Einführung, damit du weißt, wovon ich rede. Jedenfalls werde ich mich jetzt da ein bisschen dran machen und mir die Stecklinge, die Blätter abzupfen und dann auch ins Wasser rein stecken, damit sie erstmal Wurzel bilden, damit ich da jetzt nicht unnötig Erde verschwende, weil das sind dann doch so 10, 20, 30 Stecklinge, die ich da machen werde, und die möchte ich jetzt nicht unbedingt gleich in die Erde, weil ich weiß nicht, welche Süßkartoffel jetzt da kommt und welche nicht. Jedenfalls einfach ins Wasser rein, werde vielleicht ein bisschen Kamille mit reintun, damit die Wurzeln sich schneller bilden, und dann ab ins Warme. So,
Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen und hier kann ich dir nur empfehlen, mein Video anzuschauen, wo ich dir zeige, wie du auch ohne Garten dein eigenes Gemüse anbauen kannst und das mit Hilfe von Sprossen oder wenn du selbst einen größeren Garten hast und gerade direkt in den Vorbereitungen für den Herbst und Winter bist, dann empfehle ich dir auch meine Vorbereitung bzw. meine Tipps und Tricks, wie ich bei mir in meinem Permakulturprojekt jetzt gerade die Böden vorbereite für den Winter. In diesem Sinne, schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Coachingsangebote zur Permakultur biete ich an, auch Kurse zur Permakultur, wenn du den Einstieg da suchen möchtest und du noch gar keine Ahnung hast, was die Selbstversorgung bzw. die Permakultur ist. Ich biete auch Kurse und Coachings auch für meinen schleimfreien Heilkurs bzw. meine Gesundheit an, damit auch du erfährst, wie du deine Gesundheit aufs nächste Level bringst. Gerne auch da vorbeischauen. Saatgutliste findest du auch auf meiner Webseite. Wie mein Projekt momentan läuft, Rezepte, Produkte findest du alles unten verlinkt. Schau da gerne vorbei. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin,